Auf der Suche nach Horrorspielen habe ich gestern so gut wie alles gedownloadet, was bei drei nicht auf den Bäumen waren und sogar Spiele gefunden, die 2015, 2014 rauskamen, irgendwelche Demos, Teaser und die ich hoffentlich noch gar nicht gespielt habe. Das hier ist ein spielbarer Teaser für, Eleanor's Stairway. Ja. Und ich bin gespannt, was er zu bieten hat, dieser kleine Teaser. Soll ein bisschen an Silent Hill orientiert sein und auf Bildern hat man auch diese Kanne hier gesehen. Ist die besonders? Steht da was drauf? Ruh, ich mag das, weißt du, hier dieser Tiefenschärfe-Effekt. Guck mal, du guckst dir dieses Ding hier. Oh, wow! Schnitt, 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 Schnitt! Nein, ich will hier nicht durchfallen, weil dann habe ich vielleicht, dann werde ich gespoilert von Sachen, die ich noch sehen werde. Wir müssen das mal eben kurz neu starten. Abbruch, Abbruch. So, da bin ich wieder und diesmal meide ich die Stufe hier hinten. Auf jeden Fall wollte ich über diesen Tiefenschärfe-Effekt reden und der ist ziemlich cool. Ich gucke das hier an und dann wird das fokussiert und das ist echt ein tolles Feature. Ich weiß nicht, ob mir das später voll auf den Sack gehen wird, aber bis jetzt ist es ganz gut, ne? Okay, war hier irgendwie eine kleine Party, ha? Leicht etwas über den Durst getrunken, nicht wahr? Eleanor, ha? Sweet 16, ha? Okay, was ist hier? Das Porzellan ist wenigstens noch ganz in Ordnung. Es sieht aber hübsch aus hier. Es sieht hübsch aus. Es regnet draußen, okay? Ein kleines Gewitter herrscht draußen. Hallo, ich dachte schon, der zeigt mir den Mittelfinger. Willst du mich verarschen? Ich kann auch ranzoomen. Ja, genau. Okay, das ist aber nur ein ungünstiger Schattenwurf und alles. Hey, eine Statue, die mir jeden Tag den Mittelfinger zeigt. Das muss Motivation sein. Okay, so eine Bank finde ich super, die man mit Kissen vollpacken kann und da kann man drauf liegen, aus dem Fenster gucken und die Bierdosen zählen. Alles klar. Ich muss auch sagen, ich bekomme so ein bisschen das Layers of Fear Gefühl. Und jetzt hopseln wir einfach mal runter. Okay, verstehe. Deswegen wurde sie auf Bildern gezeigt. Das war so dein großer Einsatz, nicht wahr? Du hast mich nicht erschrocken. Du hast mich nicht erschrocken. Das sieht echt cool aus hier. Hat das jetzt irgendwie hier, wiederholt sich das immer wieder? Hallo, das wiederholt sich immer wieder, genauso wie Silent Hill. Ah, PT. Wo kommt das Geräusch her? Das kommt irgendwie aus meinem Kopf. Oder so. Ist das vielleicht jemand, der... Ist das vielleicht jemand, der auch verbuggt wurde und nicht neu starten konnte? Hat sich irgendetwas verändert? Oh, scheiße, ist das laut, Mann. Hallo? Junge Lady, da! Hey, junge Lady! Okay, die sieht eher glücklich aus. Was meint ihr? Hat sie das Ganze getrunken? Wenn ja, haben wir gute Chancen, bei ihr zu landen. Lass uns das versuchen, ha? Huh? Okay, dann versuchen wir es mal. Hey! Was weinst du so? Bist du vom Himmel gefallen und hast dir deine Flügel gebrochen? Weil du siehst echt dick aus in dem Kleid. Nee, warte mal. Das war nicht richtig. Oh Gott! Hey? Okay. Scheiße, Mann. Ich hätte das üben sollen. Ich lande nicht mal bei betrunkenen kleinen Engeln, die vom Himmel fallen. Na gut, gehen wir jetzt einfach mal weiter. Und, es hat sich nichts verändert hier. Nee, vielleicht gibt es irgendwelche Rätsel, die man lösen soll. Wow, nein. Oh, leck mich am Arsch. Oh, das ist nicht cool. Oh, das ist nicht cool, das ist gruselig. Schnell. Oh. Oh nein. Jetzt bin ich in deiner Situation. Hey, das war nicht so. Das Kleid ist nur Scheiße. Ist das ein Ja oder ein Nein? Ich kann es nicht deuten. Es ist irgendwie beides ein Jein. Okay. Das war aber verdammt kurz, ne? Aber verdammt lustig. Sehr interessante Musik. Ist das Kunst oder kann das weg? Kann das bitte weg hier?
Danke. Okay, Freunde, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich habe mich mal ein bisschen informiert, ob das Spiel vielleicht schon veröffentlicht wurde oder sowas, weil die Demo ist ja 2015 erschienen und ich habe herausgefunden, dass es gar kein richtiges Spiel geben wird, sondern das Ganze einfach nur ein kleines Schulprojekt war, um einfach nur ein bisschen rumzutesten, rumzuprobieren. Ist schade, ne? Schade. Alle Spiele, die in diese Richtung gemacht werden, Silent Hills PT, die diesen Artstyle, diese Atmosphäre fangen, die werden irgendwie nie zu Ende geführt, ne? Wie zum Beispiel Alice in Road. Was ist damit? Wird jetzt dran weitergearbeitet oder nicht? Scheiße, Mann, das Video wird auch nicht 10 Minuten lang. Oh Gott, wir müssen jetzt... Oh, wir müssen uns den Kaviar selber fangen. Haben wir noch Blattgold? Nein, dann müssen wir einfach Zettel gelb anmalen, das geht auch. Na gut, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Euer Hardy.